Wir haben jetzt als nächstes Video Gib mir meine Zukunft zurück von Bernhard Ettler. Hengst, auch eine ganz interessante Konstellation bei Video wie auch Song, ne? Wie kam das Video zustande? Also Bernadette und ich, wir kennen uns noch aus Hamburg. Wir kennen uns tatsächlich schon sehr lange. Und wir haben uns dann in Berlin wieder getroffen. Dann hat sie ein Theaterstück gemacht und hat mich gefragt, ob ich dafür die Videos machen kann, was total toll war. Mutterland heißt das, und da spielt eben auch ihre Tochter mit. Also geht es um Dialog zwischen Mütter und Töchter, auch im Blick auf deren Geschichte, also die Geschichte von Bernas Mutter dann wiederum. Und da haben wir auch viele so Videos gedreht, und dafür war eigentlich auch, das war der letzte Song in dem Theaterstück. Hatte da noch eigentlich eine andere Ästhetik dann vom Video her. Dann hat Ella, die Tochter, sich auch weiterentwickelt. Und sie hat dann auch uns gebeten, einfach eine neue Form zu finden, weil sie jetzt auch sich einfach weiterentwickelt hat. Da gucken wir uns das jetzt mal an. Dir vielen Dank, dass du hier warst. Das war schön. Fand Danke. Ich auch. Danke. Hier ist Bernadette Lahengst mit Tochter Ella. Eine Wendeltreppe, Freundschaft, eine Straße zur Terrasse und ein Weg. Ein Lächeln, eine fremde Sprache, ein Gebet, ein Anfang und ein Abschied. Ein Willkommensgruß, der Fluss, die Berge, ein Geruch an jeder Ecke, jeder Kreuzung. Wenn die Schiffssirenen heulen, Säulen der Erinnerung. In meinem Muttermal und in jedem Ritual, in jeder neuen Idee und in allem, was ich noch nicht sehe. Zukunft zurück, vertreib die Geister der Vergangenheit und schick sie nach Hause zurück. Lass sie gehen, lass sie frei. Dies ist mein Scheitern, mein eigenes Glück. Für einen Neuanfang in meiner Zeit, gib mir meine Zukunft zurück. Schick sie nach Hause zurück. Lass sie gehen,
Zukunft zurück. Gib mir meine Zukunft.